Jo, Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Reaktion auf diesem Kanal. Leute, heute mal nicht von Weißer Euler, sondern von Gibt's nicht. Schaut gerne bei Gibt's nicht dabei. 33 Twitch-Momente, die niemand sehen sollte. Darauf reagiere ich, Leute. Und Leute, ihr könnt mir gerne auch auf Twitch folgen. Unten ist der Link zu Twitch. Warum bin ich gerade nicht live auf Twitch? Weil ich mehr YouTube machen möchte, aber ja, ich hätte gedacht, ich fange jetzt an. Lasst gerne einen Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ich stehe fast vor den 1100 Abos. Wenn ihr mir das zu Weihnachten als Weihnachtsgeschenk machen wollt, dann könnt ihr das machen, denn das ist auch schon Adventskalender Tisch Nummer 12 und auch der dritte Advent. Ein Lichtlein brennt erst 1, dann 2, dann 3, dann 4, dann steht das Christkind vor der Tür. Ja, Leute, beides Weihnachten. Und ja, ich hätte gedacht, mache ich einfach mal. Ja, die Sonne noch an. Weil wir Weihnachten haben, Winter, los geht's. Witzige Pranks, unangenehme Funde und lustige Fail-Clips. Wer auf Twitch live geht, muss sich auf einiges gefasst machen. Was die Zuschauer auf dem Nachttisch dieser Streamerin finden und wie sie darauf reagiert, erfahrt ihr in diesem Video. Los geht's mit 33 Twitch-Momenten, die so wirklich niemand sehen sollte. Fangen wir direkt mal mit dem ersten lustigen Twitch-Moment an, in dem ein Mädchen mehrere Minuten hinter einer Katze herläuft. Irgendwann beschließt sie dann aber, dass ihr das Ganze zu viel wird und holt zum Gegenschlag aus. Ja, moin! Dieser Clip beweist, dass man sich wohl niemals mit einem Mädchen anlegen sollte, das eine goldene Schaufel in der Hand hält. Und erst recht nicht dann, wenn sie auch noch leichte Orientierungsschwierigkeiten und Treffpunkte hat. Wenn ihr nicht wisst, wo die hingezielt hat, sie hat genau auf die Zwiebeln getroffen. Aua. Für die Jungs schmerzhaft. Der Typ im nächsten Twitch-Clip ist doch schon etwas zielsicherer und weiß bestens, mit einer leeren Küchenrolle umzugehen. Und ja, so wurde aus einem entspannten Kochstream wohl eben schnell ein kleiner Kampf unter Freunden. Diese Streamerin hat ihre Zuschauer gleich mal mit in den Außenpool genommen. Die Frage, ob sie überhaupt schwimmen kann, beantwortet sie zwar locker mit einem Ja, vielleicht hätte sie sich aber mehr Gedanken darüber machen sollen, ob ihre Kamera das auch kann. Das Pärchen, das man in diesem Twitch-Moment sieht, macht gerade zusammen mit ihren Zuschauern eine lustige Challenge, als jemand vorschlägt, er solle seine Freundin doch einfach mal pranken. Und ja, was sollen wir sagen? Gesagt, getan. Look all if you're stupid. Look up. Ja, das. Eieiei, das tut ja schon beim Zuschauen weh. Als hätte er nicht geahnt, was gleich passieren wird, saugt dieser Streamer nach dem Backen noch den überschüssigen Hagelzucker vom Backblech. Dass es aber keine so gute Idee war, den Staubsauger auch noch Nein, Leute, der sagt jetzt die Kekse oder was es da ist, auch noch mit rein. Nein. Stärker zu stellen, das musste er dann auch schnell feststellen. Job, Alter. Wer auf Twitch erfolgreich sein will, muss schon kreativ werden und sich was ganz Besonderes für seine Zuschauer einfallen lassen. Zum Beispiel sich an einem kalten Tag in eine Box setzen, im Wasser rumschippern und dabei den Titanic-Song abspielen. Naja, dass sie dann aber wirklich kentert, war wahrscheinlich nicht geplant. Vom Entertainen versteht auch der Typ im nächsten Clip einiges und packt für den Stream seine krassesten Dance-Moves aus. Blöderweise ist das in Kombination mit Essen kochen keine so gute Idee. Zumindest wenn man das Handtuch auf der Herdplatte liegen lässt. Wer unbedingt mit dem Roller rausfahren will, um zu streamen, statt zu Hause zu bleiben, muss in einigen Ländern wohl ganz schön auf sein Hab und Gut aufpassen. Dieser kleine fiese Besucher hier hatte wohl Rückspiegel auf der Speisekarte stehen. Im nächsten lustigen Twitch-Clip, den niemand sehen sollte, lassen sich... Tiere sind auch manchmal so lost in ihrem Kopf. Auf Ansage sogar. Tiere sind manchmal so lost, wenn ich nur an meine eigene Katze denke. Junge, die Katzen, wenn die was im Kopf setzen, dann wollen die das auch durchziehen. Wohl die Auswirkungen von viel zu langem Streamen erkennen. Eieiei, hier räumt er erstmal selbst seine teure und wertvolle Sammlung vom Regal.
Der nächste Streamer ruft mitten im Twitch-Livestream eine gute Freundin an, weil er eine Wette verloren hat und sich nun den Bart schneiden soll. Aber jetzt pass gut auf, die erste Antwort, die sie auf die Aussage, dass er Hilfe braucht, gibt, ist einfach nur lustig und hat den ganzen Chat amüsiert. Yo, can you come help me? What do you need toilet paper? No. Hier sieht man die marokkanisch Brauche Klopapier. Kanadische Streamerin Pokimani, die in einem Clip von einem anderen Streamer gegoogelt wird. Blöderweise werden dabei auch Vorschläge von anderen Internetseiten angezeigt, was ihn ganz schön peinlich bloßstellt. Oh, no, no way. Oh, that was really... Leute, wenn ihr mir checkt. Sie hat extra noch ein bisschen länger streamen lassen. Video, bitte sperrt mich nicht. Leute, ich zeig nochmal langsam. Langsam, dass es auch alle checken. Ey, Mann. Leute, checkt ihr es? Die Internetseite, ich, Mann. Oh, that was really stupid, what you just did. Ach ja, wo wir schon mal beim Thema peinlich sind. Auch sie hat ihren Twitch-Livestream am Ende ganz schön bereut. Wer in seiner Wohnung filmt, sollte wohl immer darauf achten, was man so für Sachen auf dem Bett liegen lässt, bevor man seinen Zuschauern einen guten Einblick darauf gibt. Wait, what? No, it's not! Gute Einblicke gibt aber auch der Typ im nächsten Twitch-Fail-Clip, der für seine Zuschauer sportlich aktiv wird und Hampelmänner macht. Darauf hätten die aber gut und gerne verzichten können, zumindest wollte keiner sehen, wie ihm plötzlich die Hose runterrutscht. Dieses Mädchen soll nur kurz den Stream ihrer Freundin übernehmen, während die mal kurz in die Küche geht. Blöderweise passiert ihr dann mit das Schlimmste, was einem Streamer so passieren kann. Im nächsten lustigen Twitch-Clip will ein Streamer wohl die schwersten Fragen des Internets beantworten und ruft deshalb seine Mutter an, um sie nach Hilfe zu fragen. Blöd nur, wenn der Telefonjoker siegessicher eine Antwort gibt, die eigentlich gar nicht zur Auswahl steht. If you bake two lasagnas and then stack the lasagna on top of each other, how many lasagnas do you have? Four. Thank you. Dieses Mädchen weiß ganz genau, wieso sie immer diejenige ist, die sich ums Essen kümmert. Um ihr ein bisschen unter die Arme zu greifen, will ihr Freund wenigstens die Zwiebel wegräumen. Doch selbst das geht wortwörtlich daneben. Jeder, der Geschwister hat, kann wahrscheinlich ein Lied von dem singen, was jetzt im nächsten Clip passiert. Als sie nämlich gerade mitten in einem Livestream ist, kommt ihre Schwester reingestürmt. Und ja, nicht nur, dass sie den ganzen Stream unterbricht, sie haut sogar versehentlich ein Bild von der Wand. Lol, 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 lol. Andrea. Das, was in diesem Twitch-Livestream-Ausschnitt passiert, wollte nun wirklich keiner sehen. Die Idee, mit fremden Passanten zusammen Hampelmänner zu machen, war ja eigentlich ganz witzig. Mit den komischen Wünschen seiner Zuschauer hat er die aber ganz schön schnell wieder Früher in der Öffentlichkeit. Diese Dame wartet gespannt auf ihren Freund, der jeden Moment mit dem Reifen die Rutsche runterkommen müsste und filmt das Ganze für einen Livestream. Eieiei, die Landung war dann aber nicht ganz so elegant wie gedacht, aber immerhin hatten alle was zu lachen. Witzig wurde es auch bei diesem Stream hier, als ein Streamer mitten durch die volle Innenstadt gefahren ist und plötzlich einen Mann am Straßenrand liegen gesehen hat. Aber hey, keine Sorge, passiert es dem Typen nichts, er war wohl einfach nur ganz schön müde und wollte sich seinen Schlaf nicht entgehen lassen. Ah, so, ich hätte erste Hilfe oder so gerufen. Und ja, Leute, hier haben wir jetzt noch einen Kandidat, der jetzt erstmal ein dickes Erholungsschläfchen braucht, nachdem er von einem Streamer vor laufender Kamera auf dem Boden fallen gelassen wurde.
Diese Streamerin hat gerade einen Countdown gestartet, um ihre Followeranzahl zu feiern. Blöderweise hat sie aber vergessen, ihrem Kumpel zu sagen, dass er die Sektflasche doch am besten nicht über ihrem Computer-Equipment öffnen soll. Oh Mann, das könnte teuer werden. Aua. Ach, Lust! Fröhlich wurde es aber auch im nächsten Twitch-Livestream. Hier wollten diese drei einen lustigen Dosenhack testen. Blöderweise gab es bei diesem Trio aber mal wieder die eine Person, die es nicht hinbekommt und für absolutes Chaos sorgt. Ey, es gibt lost im Menschen da draußen, lost. Ja, Leute, wer in der Öffentlichkeit live geht, muss wohl auch damit rechnen, dass es nicht allen so gut gefällt, wenn sie gefilmt werden. Ich meine, gut, man hätte sich auch einfach wegdrehen können, aber man kann es natürlich auch wie dieser Typ hier machen und gleich aufs Ganze gehen. Alter! Und mit diesem Bild hätte ich gesagt, Leute, gehe ich jetzt schön dann das Video beenden. Ja, Leute, das war's mal wieder komplett. Hau da rein! Tschüss mit Ö. Leute, hat mir deshalb gedacht, ich gehe jetzt off. Und ja, Leute, Alter. Auch sie hier hätte wohl besser zu Hause bleiben sollen, statt mitten in der Stadt zu filmen. Unter einen Baum setzt sich diese Streamerin aber ganz sicher nicht mehr. Hoffentlich hat es wenigstens ein bisschen Glück gebracht. Um seinen Zuschauern mal was Neues zu bieten, hat sich dieser Twitch-Streamer aufs Wasser gewagt. Kajakfahren war dann aber offensichtlich doch nicht so einfach, wie das immer aussieht, weshalb der Ausflug schon ins Wasser fiel, bevor er überhaupt beginnen konnte. Als Streamer gibt man anscheinend immer sein Bestes, um das perfekte Video einzufangen. Als sie hier mit dem Auto durch den Safari-Park fährt, will sie noch schnell sicher gehen, dass ihre Zuschauer den perfekten Blick haben, bevor sie mit der Fütterung anfangen kann. Doch ja, auch die kam dann tatsächlich etwas schneller als erwartet. Ja, moin. Der Strauß dachte sich, das ist dann. Nee, ich fall jetzt nicht, bis du das eingestellt hast. Ich fange jetzt schon mal an. Und hier jetzt noch ein weiterer Clip von der Streamerin Pokimani, die in einem anderen Stream ihren Zuschauern zeigen wollte, wo sich ihre Katze am liebsten immer versteckt. Dabei hat sie aber leider vergessen ranzuzoomen, weshalb die Zuschauer eher auf die Sachen auf dem Nachttisch achten konnten, als auf ihre Katze. Ich weiß ja nicht, was da ist. Käse, keine Ahnung. Mit was für Hirn? Socken, Kate in the Bag. Sexspielzeug, Mann. Mit was für Hürden Twitch-Streamer immer so zu kämpfen haben, zeigt uns auch das Mädchen im nächsten Clip, den eigentlich keiner sehen sollte. Die Kamera halten und dabei den frischen Kuchen auf die Bank stellen? Einfach unmöglich. Naja, aber genau dafür gibt's ja die 3-Sekunden-Regel, oder? Manche. Ah, die gehen nicht nur, weil sie Deutschland sind, auch überall auf der Welt, okay. Würden vielleicht sagen, ein Schlammwrestling unter Freunden sei too much. Andere finden es aber einfach nur lustig. Eins steht aber auf jeden Fall fest: Diese Gruppe gibt echt alles, um die Zuschauer bestens zu unterhalten. In diesem Clip sieht man einen Basketball-Contest, bei dem die Teilnehmer coole Preise gewinnen konnten, wenn sie sich gut anstellen. Blöderweise lief es für einen Kandidaten aber nicht ganz so gut. Naja, aber immerhin gibt's für die witzige Leistung noch einen Trostpreis. Okay, scheinbar gibt es auch Streamer, die ihren Stream einfach mit ins Gym nehmen. Genau das hat auf jeden Fall dieser Typ hier gemacht, allerdings hat er wohl nicht damit gerechnet, dass dieses Mädchen genau in dem Moment an das Gerät neben ihn will und dann auch noch die Übung auf eine kreative Art und Weise ausführt. Ich verstehe nicht, warum man über dem Gym filmen muss. Junge, wenn ihr live gewollt, dann zu Hause, aber nicht unterwegs oder aus dem Gym, Alter, Mann. So Leute, ich hätte gesagt, das war's jetzt wirklich. Haut rein!